Juhu, Sims 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 3. Und jetzt wieder ganz normal mit den Mangolds, die sich gerade mal ein bisschen näher kennenlernen, denn sie sind zusammen in eine Doppelhaushälfte gezogen. Unser Derp und seine Mandy, zusammen mit Austin und Alisa und ihrem kleinen Baby Anastasia. So, und es ist allerdings schon ziemlich spät, fast 1 Uhr nachts und unsere Damen und Herren sollten vielleicht mal schlafen gehen. Und bei, gucken wir doch mal. Ja, ich sehe, die Müdigkeit ist bei den meisten doch vorhanden. Die Hunde sind eigentlich auch alle schon am Pennen. Dann würde ich sagen, stoppen wir doch mal das Spiel und gucken uns mal ein bisschen um. So, das ist die Doppelhaushälfte, in die unsere Mangolds jetzt gezogen sind, Familie Mangold. Und zwar in der wunderschönen Stadt Roaring High. Warte, Sekunde. Oh, das ist das Blickfeld, was wir von unserem Haus aus haben. Oh. Straße, da sehen wir schon definitiv ein paar Hochhäuser. Einen etwas cooleren, älteren Look. Dann drehen wir mal die Kamerasperspektive und da sehen wir bei Nacht die Stadt Roaring Heights. Ich muss sagen, dass es wirklich mit einer der schönsten Sims 3 Städte ist, die ich bis jetzt sehen durfte. Die ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. In der Gold Edition gibt es auch noch die Promenade mit. Da könnten wir jetzt mal hin. Mal zur Promenade. Die haben wir nämlich... Das muss erstmal laden. Die haben wir nämlich hier vorne. Die braucht auch ein ganzes Weilchen zum Laden. Da hier sind nämlich ziemlich viele Texturen und ziemlich viele Meshes, die geladen werden müssen. Das Ganze hat eine Achterbahn, ist ein Vergnügungspark und gehört halt hier an die Strandpromenade. Das ist auch quasi ein Baugrundstück, das ist regelrecht dafür vorgesehen. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir mit unserem Mangolds den ersten Ausflug dahin machen werden. Ansonsten glänzt diese Stadt wirklich durch detailliert schön eingerichtete Häuser, nette kleine Ideen von den Sim-Familien, die hier eingezogen sind. Man hat hier wirklich so ein Vice City-Flair, so ein bisschen, was soll ich sagen, es erinnert mich an alte Filme, an alte amerikanische Filme. Und ich muss sagen, diese Stadt eignet sich unglaublich gut, wenn man jetzt sonst irgendwie mal sagt, ja doch, ich möchte mir eine Stadt kaufen, ja, ich möchte das Geld ausgeben. Muss ich schon sagen, das ist durchaus ein Empfehlungswert. Aber man sieht es auch schon, die ist ganz schön ressourcenlastig. Also selbst bei mir lädt das hier ein bisschen langsamer. Gut, natürlich, ich nehme nebenbei noch auf. Das Ganze läuft wesentlich schneller, wenn ich nicht nebenbei aufnehme. Das ist natürlich klar. Die Aufnahme nebenbei frisst ziemlich viel Rechenleistung. Bin ich momentan auch ein bisschen dran am Arbeiten, wie ich das eventuell vermindern kann mit der Rechenleistung, die gefressen wird, weil ich dann einfach einen zweiten PC bestellt, ja, ich bin irre, ich weiß. Aber ich kann dann halt den PC hier laufen lassen und mit dem anderen PC meinen Bildschirminhalt abfilmen. Schick. Vom Hochhausdach runterguckend über die Stadt. Sieht doch, muss ich sagen, alles sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich aufnehmen konnte. Wollte nämlich vorweg noch unbedingt aufnehmen, wie wir unser Haus einrichten. Die eine Einrichtung natürlich nicht. Die Einrichtung, die habe ich ja für den Trailer benutzt. Die Einrichtung, die wir jetzt hier bei den Mangolds hier drüben haben. Aber die Einrichtung, die wir bei der anderen Mangold-Familie haben, bei Austin und Alisa, da habe ich auch den Prozess, wie ich eingerichtet habe, wie ich aufgebaut habe, komplett aufgenommen. Das sind 2 Stunden Material, also wirklich... 8 Folgen, die werden parallel laufen als Baufolgen. Die werde ich dann recht regelmäßig versuchen hochzuladen, wenn sie denn endlich mal gerendert haben. Auch noch so eine Sache, während ich rendere, kann ich halt nicht aufnehmen. Ist ziemlich hübsch geworden, also mir persönlich gefällt es. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt Alisa ins Kinderbettchen. Bringen dann Alice, Anastasia ins Kinderbettchen und Alisa ins Bettchen. So, so rum war das nämlich. Ja, lieber Austin, muss ich von deinem... Cousin, das müsste sein Cousin sein, oder? Nee, sein Neffe, richtig. Sein Neffe, richtig. Weil das ist ja der Onkel, ne? Austin ist ja der Onkel. Ist zwar ein sehr junger Onkel, aber das ist ja völlig normal. Genauso wie Mandy und Derp ebenfalls ins Bettchen gehen müssen. Das haben wir eigentlich Montag, ist ja perfekt, dann können sie am nächsten Tag gleich in die Arbeit starten. Schlafen gehen und bösen Traum haben. Die können wir wieder einen runterblenden. Ich hoffe, dass mein Computer einigermaßen mit der Größe dieses Hauses klarkommt. Das ist schon ein etwas größeres Haus. Hier ist recht viel los. Hier hat er recht viel zu laden, viel im Zwischenspeicher zu halten. Die Sache ist einfach die, dass Sims meine Grafikkarte jetzt zwar inzwischen erkennt und auch ein bisschen mehr nutzt, aber von Haus aus einfach nicht dem Computer erlaubt, so viel Arbeitsspeicher und RAM zur Verfügung zu haben. Du hast einfach das Problem, dass dieses Spiel die Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, gar nicht nutzen kann. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist das halt. Da muss man sich dran gewöhnen. Hier läuft schon wieder irgendwo Musik. Sind hier schon wieder Musik eingeschaltet?
Aha. Oh yeah, baby. Halt hochblenden. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Ja, wie gesagt, Austin und Alisa sowie auch unser kleiner Derp, den wir ja schon ziemlich lange kennen, seit seinem Teenageralter, und seine Freundin Mandy. Die wohnen jetzt hier alle zusammen, hier übrigens aus dem Teenageralter von unserem Derp, ja? Ist das wunderschön, oder? Das ist doch wunderschön, wie er damals Ballkönig wurde. Ach ja, die Erinnerung aus der ersten Staffel meines Sims Let's Plays. Und da hat irgendwo ein Hund hingepieselt. Sieht man nicht, Teppich ist drüber. Alles gut, aus den Augen, aus dem Sinn. Oh, ich liebe diese Ecke hier. Zusammengebaut aus Opas und Omas Örtchen oder wie diese Sachen hießen. Das Bild, was wir in der Ecke hatten, das musste ich löschen. Das war verbuggt. Einzigen Custom-Content, den ich benutzt habe, ist gleich ein verbuggter. Tolle, großartige Sache. Ich sollte mal komplett allen Custom-Content deinstallieren, bis auf die Haare. Also und Around the Sims. Das ist auch noch gut. Around the Sims-Sachen sind auch noch gut. So, einmal hochblenden. Muss einfach nochmal so ein bisschen umschauen. Oh je, das ist das Spiel auf eine höhere Geschwindigkeit gewechselt. Mal ein bisschen langsamer. Wir haben ja Zeit. Unsere Hündchen träumen von Müll. Oh, Irina träumt von Müll. Und von Derp. Und dass er ihr was zu essen bringt. Ja, süß. Oh, wer schläft denn hier auf dem Boden? Oh, Puffel. Der Rütiger schläft auf dem Boden. Ja, hier kann man auch Schach spielen, wenn man möchte. Huch, hier kann man kacken, wenn man will. Hier kann man Wäsche waschen, wenn man möchte. Und hier Oh, sie träumt. Oh, träumt da jemand von Kindern? Träumt da etwa jemand von Kindern, ja? Oder den Hund zu füttern? Übrigens musste ich mir jetzt was einfallen lassen. Mandy und Alisa hatten in meiner Pseudosynchro die gleiche Stimme. Also Mandy wird weiterhin so, oh, hallo, ich bin die Mandy. Alles macht mich voll aggressiv, Stimme haben. Und Alisa werde ich versuchen, ein bisschen weiblicher, ein bisschen sanfter zu sprechen, jetzt wo sie Mutter ist. Ich mag immer noch dieses Schlafzimmer sehr. Aber auch das Schlafzimmer hier drüben mag ich sehr. Das gucken wir uns auch mal ein bisschen näher an. Oh, sieht einfach so geil aus. Oh, die Stadt im Hintergrund. Oh, alles geil. Huh, wupp. Hier, das habe ich alles so ein bisschen so einem... Ja, das ist, ich glaube... Der Windfänger. Das ist übrigens auch Premium-Inhalt, den man im Store kaufen kann. Ich glaube, die meisten Gegenstände hier sind teilweise aus Reiseabenteuer. Was wollte ich eigentlich? Reiseabenteuer wollte ich dann Rabeneisenteuer sagen. Genau, die Sims 3 Rabeneisenteuer. Genau so. Das ist irgendwie so Sultans Schlafzimmer oder so hieß das. Hat mir total gefallen, der Stalker. Und den musste ich mir dann auch zulegen. Also da kommt zumindest das Bett her. Oh, hier wird gekuschelt. Habe ich dementsprechend dann halt angepasst. So, dann haben unsere doch künstlerisch mehr ambitionierten aufgrund von Geige und den ganzen Kram. Unser Austin und unsere Alisa haben halt hier ein Klavierzimmer bekommen, ja. Und da drüben ist ein Arbeitszimmer. Überall sind so ein paar Babysachen dazwischen, wie das halt so ist, wenn man Eltern ist. Dann muss man da auch mit klarkommen, dass da überall Babysachen rumliegen. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen, geilen Billardtisch draußen. Und hier ist das Babyzimmer. Ruckel, ruckel, ruckel. Schön rosa eingerichtet, weil unsere kleine rosa Prinzessin hier am Schlafen ist. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Ich hoffe, ich habe das so gebaut, dass hier jeder überall rankommt. Es ist so flauschig! Und guckt komisch. Hm, merkwürdig. So, das müsste es dann auch schon gewesen sein. Wo das Reiseportal, das Zeitportal erschienen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, zoomen wir mal hier raus. Blenden wir mal hier hoch. Wie lange wird denn noch geschlafen? Bis 8.30 Uhr. Arbeiten tust du ja nicht, liebe Alisa. Austin muss in fünf Stunden wieder arbeiten. Ich frage mich, wo? So viele Strände haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Das sehen wir ja dann. Mandy ist in der Gleitzeit. Oh, Derp muss in 4 Stunden starten. Also ist er am nächsten dran. Wie sieht's dann aus mit unserer kleinen Anastasia? Anastasia muss bald aufs Töpfchen. Dann spulen wir mal so lange vor, bis Anastasia aufs Töpfchen muss. Können vielleicht mal nebenbei hier so ein bisschen hier wenigstens genießen, wie die ganze Stadt aussieht. Ein bisschen laden lassen. Aha, da ist schon Licht bei den Mangolds angegangen. Ich finde, sieht schon sehr schön aus. Auch der Sonnenaufgang hier immer, die Farbgebung. Das hat so ein Miami-Style irgendwie. So ein, oder LA-Feel. Ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau schauen. Vogel ist weg. Ah, ich finde es, mir gefällt die Stadt wirklich unglaublich gut. So, hier wird noch geschlafen. Derp ist gleich wach. Mandy ist auch gleich wach.
Ah, ihr seid ja alle gleich wach. Mit so einer großen Familie wird das übrigens ganz schöne Herausforderung zu spielen. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie das läuft. Und ich freue mich dann schon darauf, wie die nächste Generation dann aussehen wird. Weil unsere kleine Anastasia wird ja auch nicht ewig klein sein. Und ich freue mich schon darauf, wenn sie dann in die Schule geht. Natürlich werden wir erstmal die lustigen Sachen machen, die man mit einem Kleinkind machen kann. Oh ja, und wir haben auch nicht mehr viel Geld. Denn eins habe ich auch gemacht. Ich habe unser Resort wieder platziert und mit Erschrecken feststellen müssen, dass das all unser restliches Geld gefressen hat. Also unser Resort ist auch wieder da. Das gehört jetzt wieder unserer Familie. Ja, das habe ich hier notdürftig platziert. Ich muss das ein bisschen anpassen. Musste selber ein Grundstück legen. Hat nicht alles so geklappt, wie ich das wollte. Oh, dat lag. Dat lag. So. Aber unser Resort ist auch da. Dat lag. Oh, dat is ein lag. Digga, dat is ein lag, du. Dat war ein Frame Drop. Wow, also richtig hier. Ich bin ja mal sehr gespannt. Oh, Resort Management, ja. Resort Finanzen ansehen. Einnahmen sind recht hoch. Ausgaben allerdings auch. Ich würde das Ganze allerdings auch mal so lassen. Hier wird, das Personal räumt hier auch fleißig auf. Ich denke mal, das läuft eigentlich so ganz gut unter Resort. Da kriegen wir eigentlich auch täglich echt viel Geld beisammen, auch wenn hier alles wieder für den Arsch ist, alles wieder kaputt ist. Springen wir mal wieder zurück nach Hause. Und ich würde ganz gerne einen Ausflug heute schon machen. Wir werden sowieso ein bisschen mehr von der Stadt sehen, weil unsere Mandy will ja mal ein großer Star werden. Ja, da, die magische Miesmupfel. Dort muss bald zur Arbeit. Ach du flauschiges Lama. Ja, die Zukunft. Wir können ja auch mal in die Zukunft reisen. Das machen wir auf jeden Fall auch. Auch obwohl neben diesem Let's Play ja noch die Sims 3 Into the Future läuft, werden wir natürlich auch mal so in die Zukunft laufen. So derb, sexy wie immer. Ne? Ja, natürlich. Aber hier liegt überall Wäsche rum. Ich gehe mal Wäsche reinigen. Ja, und ich will erstmal voll die Musik einschalten, statt mich um die Familie zu kümmern. Was wollen wir machen? Poolwasserrutsche für den Resort kaufen eines Tages. Wie wär's mit Essen kochen, Frühstück servieren, Waffeln? Oh, ja, na gut, ey, mach ich halt Waffeln, plötzliche Eingebung. Oh Gott, wir wollen unser Resort so aufwerten. So viel Geld haben wir jetzt auch wieder nicht. Ja, und ich sammle mal hier die ganze Wäsche ein. Überall liegt hier Wäsche. Mensch, hier selbst bei unseren Kollegen hier. Austin, Alisa, guten Morgen. Ich sammle die Wäsche ein. Hallo, schlaft ihr noch? Hallo, ich bin's übrigens, der Derp, und ich mache heute den Wäschedienst, ja. Ich kümmere mich heute drum. Ja. Hätte ich auch gemacht, wäre nicht das Problem gewesen, aber gut. Kein Thema. Ja, ich mache das doch gern. Bleib doch in der Familie. Nicht, dass wir dann nachher deine Unterwäsche anziehen, ne? Ja, nee, das wäre schlecht. Ja, was haben wir denn hier? Ach so, das ist ein Fondue. Deko. Fondue-Deko. Wie wär's denn jetzt mit Frühstück servieren? Frühstückskalzone. Oh, und wir müssen für die Hunde hier noch... ach, naja, gut. Die Hunde können hier drüben essen. Die Hunde haben hier drüben ihr Nom-Nom. Überall wird Frühstück gekocht. So eine Doppelhaushälfte zu bearbeiten ist natürlich gar nicht so einfach, weil die Sims sicherlich anfangen werden, die Wohnungen von sich aus zu teilen. Sollte aber nicht so das Problem werden. So, Austin ist noch am Pennen. Und Derp hat hier angefangen, alles zu reinigen. Wo hast du denn jetzt die Wäsche hin? Werde machen. Süßigkeiten stehlen. Du kannst doch Anastasia nicht die Süßigkeiten stehlen. Ach verdammt, jetzt muss ich arbeiten. Schade, ich wollte gerade ihr die Süßigkeiten stehlen. So am Morgen ist das doch gut. Was ist das überhaupt für eine verwandtschaftliche Beziehung zueinander? Cousine, genau. Sie ist die Cousine. So war das. Ja. Ich stehle gerne kleinen Kindern ihre Süßigkeiten. Wo hat er denn jetzt die Wäsche hingetan? Der hat die wirklich... Der kam noch hier raus und hat er die Wäsche wirklich... Oh Gott, unser Inventar. Hat die Wäsche wirklich irgendwo in Geschirrspülmaschine gepackt? Hier, Dingsbums? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, die Wäsche war einfach hier. Na gut, hier gibt es leckere Frühstückskalzone. Die kann sich der Austin auch gleich mal angeln. Aber erstmal will er... braverweise natürlich seine Tochter im Hochstuhl füttern. Kommen Sie mal her, kommen Sie raus, junge Dame, kommen Sie raus hier. Da glitscht ein bisschen der Teppich, das ist nicht so schlimm und irgendjemand hat mir heute Nacht auf den Arsch gepackt. Oh, Mandy hat Rüdiger offenbar ganz besonders ins Herz geschlossen, das ist ja schön, finally. Ja, warte, meine Kleine, ich mache ja schon. Ja, es dauert ein bisschen, wann sie. Hier, ich habe für Sie doch hier was vorbereitet, hier was Leckeres, Babybrei. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Liebling. Das ist ja mal eine Begrüßung, ne? So, wann sind Sie hier? Was ist ein Brei?
Hier schmeckt lecker. Ja. Ich sollte auch mal was essen hier. Teller nehmen und so. Nicht rootbarer Sinn. Leo, YouTube ist nicht rootbar. Ey. Typisch YouTuber. Immer nur am Backen. So. Ach, hier spontan alles Essen im ganzen Haus aufräumen. Weil Mandy nicht aufgeräumt hat, muss Alisa jetzt das machen. Unglaublich. Ja, hallo, ich sehe doch nicht ein, jetzt aufzuräumen, ey. Ich muss arbeiten heute, ne? Scheiße. Oh, geht voll nicht. So, dann ziehe ich mich mal um, ne? Arbeitskleidung gibt es doch hier auch. Alltag, Abendkleidung, Outfit, Outdoor, Karriere. Karriere heißt das Ganze. Ist denn heute schon Karriere was verfügbar? Eigentlich nicht. Wir können uns vielleicht mal... Wir sind ja fähige Amateuren. Das bedeutet, wir könnten vielleicht schon mal irgendwo auftreten. Ein Park, der eine Bühne hat. Hat der hier eine Bühne, der Park? Ein Park braucht ja eine Bühne, damit man dort auftreten kann. Sieht für mich jetzt spontan gerade nicht so aus. Wir könnten den Park hier aber so bearbeiten, dass er eine Bühne hat. Ja? Weil das ist ja ein großer Park. Dann ist das eigentlich kein Problem. Statt arbeiten, fortfahren. La la, la la, la la. So. Gemeinschaftsgarten in der Innenstadt. Dann ändern wir mal das auf jeden Fall zu großer... Nehmen wir mal kleiner Park.